Hallo und willkommen zu Identity 5. Mein Name ist Felix und ich spiele den Killer Mad-Eyes. So, und seine Kraft ist, dass er hier auf der Map verteilt irgendwelche Monitore hat. Hier sieht man einen. Und in diese Monitore kann ich gehen und dann irgendwo auf der Map... Okay, ich kann direkt mir alles anschauen, wo die Leute sitzen. Das ist ja nützlich. Ich kann mir direkt... Informationen geben, die ich haben will. Ah ne, an dem hier sitze ich gerade. Ich schaue nochmal. Okay, irgendwie sitzt keiner... Das sehe ich natürlich nicht. Irgendwie sitzt keiner an den Kodiermaschinen, oder? Ich sehe zumindest jetzt alle Kodiermaschinen. Aber ich sehe... Na gut, nee, ich sehe ja nicht alle Kodiermaschinen. Ich sehe nur dort, wo ein Überlebender ist. Ich kann aber mit diesen... Konsolen solche Mauern aufziehen. Okay, an dem... Die habe ich gerade nicht gesehen. Warum auch immer. So, okay, dort hinten läuft sie. Ich kann Mauern aufziehen mit diesen Konsolen. Jetzt werde ich gerne... Ah, ich kann auch ihr folgen. Okay... Ich kann nicht weiter nach oben folgen. Okay, ich kann jedenfalls solche Mauern aufstellen, die die Überlebenden einsperren können. Und sie sitzt direkt in der Bahn. Und kommt dort raus. So, hallo. Wie gesagt, den Charakter hatte ich halt vorher auch noch nie gespielt. Und da bitte raus, okay. Ah, der Blink war jetzt total verkackt. Mit dieser Fähigkeit stürmt man halt nur ein kleines Stückchen voran, ne? Okay. Hier hinten waren auch schon welche dran, so wie es aussieht. Und sie ist hier reingelaufen. Ah, das sieht schon wieder schwierig aus, ne? Dort oben. Die Verzaubererin. Verzauberin, meine ich. Und der erste Generator wurde gemacht. Die kann mich stunnen wie blöde. Habe ich gerade überhaupt keine Lust. Einmal. Okay, sie hat mich nicht gestunt. So ein schönes Ding. Und ihr weiter nach. So. Die rennt hoch. Und sie aktiviert nicht ihre Kraft. Okay, perfekt. Jetzt habe ich eine Fähigkeit freigeschaltet, mit der ich den Computer an meinem Handgelenk nutzen kann, wie so eine Konsole. Das verbraucht zwar mehr Energie, ist aber, denke ich, ein bisschen angenehmer zu... Alter, wo ist der Keller? Und die hat mich abgefahren, natürlich. Okay, alle sind hier. Einmal. So, mal sehen, reint ihr hier unten... Direkt zum Fenster raus. Nein, die warten natürlich alle oben, weil sie schlau sind. Das ist noch die Soldatin, die Koordinatorin, die gute Moves drauf hat. Boah, gut gemacht. Die hat mich richtig veräppelt. Und ich folge dir. Komisch, ich habe hier oben nicht die anderen gesehen, ne? So, der Charakter, das ist einer der Charaktere, die ich noch nicht so gut kann, also die ich vorher noch nie gespielt hatte. Aber doch, ich glaube, ich hatte irgendwann mal eine Runde mit dem gespielt. Spielt er da irgendwie Gitarre auf seiner Waffe? Keine Ahnung, Mensch. Also ich hatte schon mal eine Runde mit dem gespielt. Ich fand ihn aber irgendwie jetzt nicht so cool. Ich kann jetzt hier zum Beispiel so eine Mauer aufstellen. Wenn die Überlebenden da reinlaufen, dann sind sie platt. Das Blöde ist halt, ich habe halt diese Vogelperspektive. Entsprechend muss ich halt damit irgendwie arbeiten. Jetzt habe ich... Dort, wieso wurde der jetzt erwischt? Okay, schade, dass ich den nicht getroffen habe. Oh, Mensch, ich überschätze aber gerade wirklich seine Schlagreichweite. Das war auch kein Treff. Wieso schwebt der? Irgendwie glitscht hier gerade alles rum. Dort hinten ist die Koordinatorin.
So, hier sind sie doch immer rausgesprungen. Ja, mehr kann ich irgendwie nicht setzen. Ist der schon aufgehoben worden? Nein. Dort hinten ist nämlich der Lasso-Typ. Ah, okay, das sind die Überlebenden. Das ist halt nämlich das Ding an dem Killer. Die Überlebenden können meine Maschinen manipulieren. Und dann selbst hier Unfug damit machen. Hab ich dich? Ich hab irgendwie, hatte entweder eine richtig schlechte Verbindung. Hab ich dich? Nee, ich hab den nicht erwischt. Oh, wie anstrengend. Jetzt kommt er mit dem Lasso an. Um die Ecke, schnell. Ich lauf hier rum. Einmal, hab ich dich. Und hinsetzen. Hab ich dich. Er hat direkt gerettet. Eine Maschine muss noch gemacht werden. Hat er gerade aus einer Flasche getrunken? Okay, hab ich dich. Und der Generator ist schon sehr weit. Ach, die Wand setzt jetzt oben hin, natürlich. Dort hinten ist auch jemand. Aber komm erst mal hier wieder raus. Die heilen sich dort hinten, glaube ich, gerade alle. Na komm, ein bisschen näher ran. Daneben. Der ist zum Glück noch verletzt. Sehr gut gemacht. Boah, was mache ich denn? Dadurch, dass... Okay. Was? Okay. Er hat wirklich verdient, mich so aus... Dass ich ihn nicht erwischt habe, so gut wie er mich jetzt gerade ausgespielt hat. So, ich sehe, dass dort hinten der Cowboy kommt. Um wieder zu retten. Den muss ich so ein bisschen im Blick haben. Dass der nicht plötzlich ankommt und mir den aus der Hand lassholt. Hab ich dich einmal. So, und den der Gruppe nach. Hab ich dich. So, was macht die jetzt? Auch einen Schlag kassieren. Ich weiß nicht, ob das Tor hinten schon offen ist. Nee. Okay, ich sollte trotzdem jetzt schnell den Cowboy mir holen. Ja, hier sind schon wieder welche. Und, oh, der hatte Adrenalin, ne? Nee, nicht Adrenalin, sondern unwirksam. Boah, ich glaub's nicht. Irgendwie hat der eine ganz komische Schlagreichweite, die ich noch nicht einschätzen kann. Und oh, jetzt wieder hier hochlaufen. Schade. Der spielt echt gut hier. Das hat nicht... Ich ärgere mich eigentlich gerade nur über mich selber. Weil mit den allen anderen Killern kriege ich das noch irgendwie gebacken. Aber mit dem gerade überhaupt nicht. Na gut, jeder Killer in diesem Spiel hat ja eine eigene Schlagreichweite, eine eigene Stunzeit, wie lange er braucht, um eine Waffe abzuwischen und was weiß ich. Also ich würde jetzt gerne, keine Ahnung, hier. Oh, da hinten kommen sie. Ich komme dort oben angelaufen. Alle mit einem kleinen Umweg. Einmal. Terrorschockt. Ach, die hat sich unsichtbar gemacht. Perfekt. Dort hinten kommt die andere angelaufen. Hab ich dich einmal. Und der nächste ist raus. Hier würde ich trotzdem gerne noch einen Hit... Ah, geht nicht. Okay, ich hole die Koordinatorin. Die hänge ich jetzt auf. Spannendes Endgame.
Okay, aber ich muss sagen, das ist wirklich nicht so mein Charakter. Zumindest kann ich ihn noch nicht so gut spielen. Aber er wirkt halt sehr stationär mit seinen ganzen Dingern, die er da setzen kann. Ich meine, ich muss ja immer gucken, dass ich hier irgendwie eine Wand gesetzt bekomme. So, okay, die heilen sich irgendwo. Zumindest kommen sie hier nicht mehr so gut lang, oder? Und der funktioniert auch mit Energie, ne? So, das Ding ist, so richtig weit vom Haken will ich jetzt auch nicht weggehen, dass ich wenigstens noch zwei geschnappt bekomme. Ist das ätzend. Okay, sie sind noch beide rausgelaufen. Ich meine, gut, ich habe jetzt auch schon vorher nicht getunnelt, also hätte der einer retten können, aber dann hätte ich vielleicht den dann geschnappt. Am Ende ist das so eine Sache. Okay, wie gesagt, nicht so ganz mein Charakter, aber, Luz, ich hab doch zwei Leute gekillt, oder? Nee, ich habe nur sie gekillt, stimmt, der andere ist ja rausgekommen. Okay, na gut, aber kein Problem. Für einen Charakter, den ich nicht so gut spielen kann, ist das kein Ding, ne? Wenigstens einen gekillt. Naja, die anderen können die Geschichte erzählen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.